Hallo und herzlich willkommen bei German Rock Tumblr. Heute möchte ich ein bisschen was an der Steinsäge mit euch bearbeiten, denn ich habe das kleine Setup für hier unten schon mal aufgebaut. Da haben wir einmal Ostseejade dabei, da haben wir ein paar Bahia-Achate dabei und da haben wir ein paar vorgeschnittene Teile bei, die ich an der großen Säge schon vorbearbeitet habe, damit wir die an der kleinen Säge jetzt nachbearbeiten können. Ich würde sagen, wir reden gar nicht viel und legen direkt mal los. Let's go! Und hier habe ich jetzt einmal die Steine vorbereitet, die wir heute bearbeiten wollen. Da sind einmal die, die wir heute bearbeiten werden. Die sind hier auf dem grünen Tuch. Ja, da habe ich dann zum Beispiel einmal Ostseejade. Da haben wir zwei Frosilien, da wollte ich schon länger mal reingucken. Dann habe ich diesen krassen Bahia-Achat, der von außen schon richtig geil aussieht, aber leider so zertrümmert ist. Deswegen werden wir versuchen, den so schräg einmal durchzuschneiden, damit wir da vielleicht noch das schöne Muster rauskriegen. Dann habe ich hier zweimal einen Picture Stone. Ja, da habe ich schon eingezeichnet, wie ich den sägen möchte. Das kennt ihr vielleicht auch schon aus dem letzten Cutting-Video. Da habe ich euch gezeigt, wie man das genau machen kann. Ja, da habe ich euch zum Beispiel gezeigt, dass ich mir Schablonen immer aus Pappe fertig mache und damit kann man das dann ganz leicht anzeichnen. Dann habe ich hier noch ein Stück von dem Stromatoliten. Da wollte ich zwei rechteckige Anhänger von machen. Und dann habe ich hier noch ein Stück Achat. Da weiß ich gar nicht genau, ob das aus Deutschland stammt, aber ich glaube schon. Anhand der Bänderung würde ich sagen, das ist ein Stück aus Deutschland. Aber das kann ich auch noch mal genau in Erfahrung bringen. Und hier links auf dem pinken Tuch, da seht ihr mal ein paar fertige Anhänger. Da wollte ich eigentlich dieses Wochenende schöne Löcher mit euch reinbohren und ein Lederbändchen dran machen. Das kann ich jetzt leider nicht mit euch machen. Mein Lieferant hat nämlich leider vergessen, mein Paket abzuschicken und da wären die Bohrköpfe drin gewesen. Und deswegen können wir die Anhänger dieses Wochenende leider nicht fertig machen. Aber ich wollte euch einmal ein, zwei davon zeigen. Für die, die vielleicht das Cutting-Video verpasst haben, solltet ihr auf meinem YouTube-Kanal auf jeden Fall nachholen. Ja, das sind dann zum die drei hier, so ein indonesischer Achat. Na, auf jeden Fall machen wir die Tage auch noch fertig. Aber heute kümmern wir uns erstmal um diese hier. Ich würde sagen, da die Säge schon aufgebaut ist, nehme ich euch mit rüber und wir legen direkt mal los. Ich würde hier jetzt mit dem Picture Stone anfangen. Ja, wie ihr hier sehen könnt, habe ich den schon mal eingezeichnet, so wie ich den ausschneiden möchte. Ja, ihr kennt das ja, die meisten Anhänger von mir haben entweder diese dreieckige Form oder diese Form, die ich eben aus einer Serie adaptiert habe, die mir sehr gefällt. Ja. Und da würde ich dann jetzt mit dem anfangen. Da würde ich als erstes vielleicht dieses Stück an der Seite wegschneiden, ja, damit wir hier schon mal einen geraden Abschluss haben. Dann diese Linie und dann den Rest da oben. Ja, das zeige ich euch jetzt im Video natürlich ganz genau, wie ich das mache. Ja, wer die letzten Cutting-Videos verfolgt hat, weiß das vielleicht schon ein bisschen. Aber wie gesagt, für alle, die neu sind, zeige ich euch das gerne noch einmal. Hier habe ich jetzt einmal die geschnittenen Stücke für euch. Ich habe mir gedacht, ich zeige die euch mal, bevor wir weitermachen. Ja, das ist jetzt der Picture Jaspis. Wirklich ein schönes Material. Klar, jetzt nach dem Sägen ist das alles ein bisschen kleiner geworden. Aber nichtsdestotrotz ist das ein sehr, sehr schöner Stein. Das einzige Problem, was ich in diesem Fall habe, der Stein ist wirklich verdammt weich. Das war jetzt schon schwierig, den zu schneiden an der Säge, ohne dass er bricht. Ja, aber ich habe es hinbekommen. Jetzt ist nur die Frage, überleben die das im Rock Tumblr oder nicht? Ich denke schon, aber das müssen wir halt ausprobieren.
Das ist ein Stein, den ich selber auch noch nicht im Rocktumbler hatte. Da müssen wir einfach mal einen Versuch starten und dann sehen wir das. Ich würde sagen, ich starte jetzt mit dem nächsten Stein einfach mal durch. Also da muss ich einfach mal wow sagen. Ihr habt es vielleicht gerade schon gesehen. Ja, ich mache ihn jetzt nochmal für euch auf. Eine ganz tolle Premiere. Guckt euch diesen Wahnsinns-Achat an. Den habe ich jetzt gerade aufgeschnitten. Ja, das ist dieser hier, der überall so gebrochen war. Den habe ich euch vor ein paar Wochen mal gezeigt, als ich den bekommen habe. Da wusste ich noch nicht, wie ich den schneiden soll, ob ich den schneide oder ob ich den in den Rocktumbler packe. Aber es war definitiv die richtige Wahl, den aufzusägen. Ja, denn wenn man sich dieses schöne Prachtexemplar mal anguckt, so wünscht man sich seine Achate, wenn man welche kauft, ja, und nicht durchsichtige Glasperlen. Da könnten sich die ein oder anderen Händler mal ein Beispiel dran nehmen. Denn das hier in meiner Hand, das ist ein Achat. Hier habe ich jetzt einmal die geschnittenen Anhänger, die ich aus der Ostseejade gemacht habe. Ich hole die mal ein bisschen näher ran für euch. Ja, so sehen die jetzt aus. Wenn die poliert sind, dann behalten die ungefähr die Farbe bei, sind aber sehr, sehr stark am Glänzen. Ja, Ostseejade ist ein tolles Material, nicht ohne Grund gibt es an der Ost- und Nordsee überall so wahnsinnig viele Leute, die mit Ostseejade Schmuck machen. Ja, da kann man alles mitmachen, da kann man Perlen draus machen, da kann man so Cabochons von machen, da kann man, Pendants kann man davon machen, ja, also ganz viele Sachen kann man damit tatsächlich machen. Und so sieht die Ostseejade aus, wenn die geschnitten ist. Ja, die hat auch ganz viele verschiedene Farbfacetten, je nachdem was für eine Ostseejade ihr habt, kann die auch mal grünlich und ganz leicht bläulich sein. Das ist wirklich immer unterschiedlich. In diesem Fall ist die jetzt gelb mit diesem schönen schwarzen Strich in der Mitte. Finde ich klasse. Dieses Exemplar hier, der ist eigentlich für den Rocktumbler gut geeignet. Ja, und weil wir da halt einfach viele Achatkomponenten haben, weiß ich, das würde Monate dauern, den so in den Tumbler zu packen. Deswegen schneiden wir den ein bisschen vor und dann kann ich euch eben auch das coole Innere zeigen von dem Stein. Ja, weil der wird ganz viele coole Bänder von innen haben. Die kann man jetzt nicht so cool sehen, aber gleich, wenn wir den geschnitten haben und ich den euch zeige, dann werdet ihr mal sehen, wie viele coole Bänder da drin sind.
Jetzt habe ich den Achat einmal ein bisschen ringsrum freigeschnitten. Ja, das geht dann nachher im Rocktumbler einfach schneller. Und da könnt ihr jetzt schon mal sehen, dass der eine richtig, richtig coole Bänderung hat. Ja. Die haben wir jetzt so ein bisschen freigeschnitten. Das geht dann im Rocktumbler viel, viel schneller. Ja, ihr seht ja, wie viele Beulen der hatte. Jetzt hat er die nicht mehr so. Ja, jetzt haben wir hier so ein paar Stellen, die werden weggetumbelt und gut ist. Aber das ist wirklich mal ein schöner Achat, auch wenn das nur ein ganz kleines Stück ist. Wenn der durchgetumbelt ist, dann wird der richtig, richtig cool aussehen. Wenn ich da jetzt beispielsweise ein Stück hätte, was so ein bisschen größer ist, dann könnte man da noch Anhänger von machen. Aber so wird es einfach ein Tumblingstein. Ich würde sagen, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ich säge die nächsten Steine jetzt schon mal für euch durch und dann gucken wir uns die gleich gemeinsam an. Ich habe jetzt einmal alle Steine, die wir heute bearbeitet haben, euch hier einmal hingelegt, damit wir uns die einmal im Ganzen angucken können. Ja, da haben wir zum Beispiel so ein Bahia-Achat bei gehabt. Ja, ein ganz, ganz tolles Stück. Super tolle Bänderung. Den werde ich auf jeden Fall weiterschleifen. Ja, dann habe ich hier den einmal aufgeschnitten. Da will ich noch ein paar Scheibchen von machen. Ja. Da möchte ich noch ein paar Scheibchen von machen. Da kann man schon sehen, der sieht jetzt schon ziemlich cool aus. Wenn der poliert ist, dann wird der richtig toll aussehen. Dann habe ich natürlich, die habe ich euch vorhin ja schon einmal gezeigt. Ja, diese hier, das ist ein Picture Jaspis. Ganz tolles Material. Da müssen wir mal gucken, wie sich das in der Trommel verhält. Habe deswegen extra besonders dicke Stücke davon geschnitten. Dann zeige ich euch einmal die Ostseejade-Anhänger. Das wären diese hier. Die sind wirklich schön geworden. Da freue ich mich auch, wenn ich die poliert habe. Allerdings muss ich das auch per Hand machen. Die kann man auch nicht in den Rocktumbler tun, weil der Faserkalk einfach zu weich ist. Der würde durchbrechen. Ja, dann habe ich hier noch zwei Stücke. Das war ein Stück, das im Ganzen jetzt nicht so besonders schön gewesen ist. Deswegen habe ich mir gedacht, ich schneide da mal ein, zwei Scheibchen von und gucke mir den von innen an. Und wie man sehen kann, hier hat man mal das Beispiel. Dieser hier ist leicht grünlich im olivfarbenen Ton, während die anderen ja doch ganz gelb gewesen sind. Dann haben wir hier noch ein wunderschönes Achatstück. Ja, das war mir jetzt für die Trommel zu eckig, deswegen habe ich hier schon mal alles ein bisschen rund geschnitten, damit man dann später im Verlauf des Polierens auch die Farben besser erkennen kann. Auch ein ganz tolles Stück habe ich von dem Steineisammler. Ganz, ganz toll. Dann habe ich einmal die Septarien geschnitten, die ich von Robert bekommen habe. Und da ist auch eine richtig, richtig geile bei. Ja, die ist mir natürlich kaputt gegangen, so wie der Zufall das will, gehen die ganz tollen Stücke dann auch mal kaputt. Ja, hier kann man ganz schön erkennen, diese Linien innen drin, das haben besondere Stücke immer besonders stark ausgeprägt. Ja, das sind dann Stücke, die man immer ganz gerne aufbewahrt. Diese hier ist leider nicht so schön geworden, ja, leider einfach nur braun von innen. Da können wir quasi nicht so besonders viel mit machen. Ja, also Schmuck ist das nicht, aber fürs Regal ja, reicht das allemal. Dann einmal die zwei Anhänger, die ich aus dem Stromatolit geschnitten habe. Die werden dann im Verlauf natürlich auch noch weiter verarbeitet.
Ja, das ist jetzt nur die grobe Form, wie ich die haben möchte. Die sind nachher abgerundet überall. Auch ganz cool dann am Ende. Ja, dann habe ich noch diese zwei Scheibchen hier. Das ist auch von einem deutschen Achatstück gewesen mit Amethyst dabei. Und da möchte ich auch zwei kleine Anhänger machen, weil ich schon einen davon habe. Ich glaube, den hier habe ich vergessen. Ja, der ist auch nicht so schön. Das ist jetzt ein Achat gewesen, der sowieso von allen Seiten so gebrochen und gerissen war. Und deswegen habe ich den einfach mal durchgeschnitten. Ja, ist jetzt auch kein Prachtstück. Ja, aber mal gucken, in Tumblr kann ich den auf jeden Fall packen. Und mal sehen, was davon überbleibt. Das waren jetzt einmal die Steine, die wir heute alle gemeinsam bearbeitet haben. Und da sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich finde, wir haben heute ganz schön viel geschafft. Wir haben richtig coole Anhänger schon mal an der Säge vorgeschnitten, die wir dann im Verlauf der nächsten Videos noch weiter bearbeiten werden. Ich hoffe natürlich, dass ihr da auch bei seid. Wenn euch mein Kanal gefällt, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo dalassen würdet und die Glocke aktiviert. Außerdem würde ich mich über jeden einzelnen Kommentar, den ihr schreibt, freuen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und alles Gute. Euer German Rock Tumblr.